Und ihr meint, Yalan ist nicht fähig, eine Arche zu. Wollt ihr das damit sagen? Ich sage nur, dass ich seine Entscheidung ab und zu anzweifle. Das kann ich verstehen. Ich war nicht 3 Tage hier auf Bord und habe bereits eine Entscheidung angezweifelt, was zu seiner Entmachtung geführt hat. Das Außerdem habe ich während dieses Prozesses andere interessante Informationen über ihn herausgefunden, die nicht weniger götterlästerlich sein mögen. Allerdings wüsste ich nicht, wer von den Leuten hier auf dem Schiff fähig wäre, dieses Schiff zu lenken. Ich bin, wie Beziehungsweise. gesagt, nicht der Meinung, dass die Geweihten, die wir hier an Bord haben, Haswolf, mein Zwaffnige-Geweihter aus meiner Heimatstadt, und auch, nun ja, er ist kein Geweihter, aber wohl ein erfahrener, profaner, lassen wir das. Die Geweihten sind mit eurer Ausnahme hier an Bord nicht in der Lage, dieses Schiff zu kontrollieren, da wir die Inquisition verloren haben. Was ist mit der Inquisition? Ach nee, ich erinnere mich. Das Gespräch, Kontor. Ja. Dieser geheimnisvolle Raum. Habt ihr herausgefunden, wie man ihn ich kenne mich mit diesen Fachwörtern nicht aus. Wie Nun, man die Magie in diesem Raum. mit diesem Namen, sie deutet einmal auf einen Kreis, auch ein Pentagramm, das ist der Raum. Du erkennst wieder nichts, aber ja, du kannst auch keine Schiffsstruktur erkennen. Ja, doch, jetzt, wo sie es gerade sagt und einmal drüber streicht, ist das nicht nur ein Name, sondern ist das sogar ein Raum? Ganz merkwürdig. Dies ist der Raum und er hat sich verändert in den letzten Tagen. Was ist in diesem Raum passiert? Auch wieder wurde wohl Ephadaras Verrat anheimgefallen. In diesem Raum sind Menschen gestorben, und zwar nicht zu knapp. Aber er hat sich verändert. Ich glaube, mittlerweile kann er wieder genutzt werden. Kann wieder genutzt werden? Was meint ihr damit? Ich wollte noch auf euch zu sprechen kommen. Wie gesagt, ich bin bereit, den Namen mit euch zu teilen. Wie ihr dann damit verfahrt und ob ihr selbst steuert oder ob ihr steuern lasst. Ich bin der Meinung, dass ihr entscheiden dürftet, wer entscheidet, wo es hingeht. Was für Risiken hat es damit auf sich, dass sie das nur in meine Hände geben können? Warum entscheidet ihr euch nicht selbst, diese Verantwortung zu übernehmen? Ich möchte die Arche weiter erforschen und das kann ich nicht, wenn ich dieses Schiff steuere. Ich möchte zudem auch das Schwert erforschen. Das Es Schwert. war lange verschlossen. Es kam aus den Händen der 7 Gezeichneten aus Maraskan und wurde direkt verschlossen. Jetzt ist Wenn es wieder wir. freigegeben worden und ich würde ganz gerne diese Chance einmal nutzen. Denn es gibt noch 2 weitere Schwerter, die eventuell ähnlich zu benutzen wären, wenn man denn an sie herangelangt. Es gibt eventuell andere Archen und mit diesem Namen könnte ich eventuell auch andere wahre Namen wieder herausbekommen. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Risiken. Es gibt wenig Risiken. Ihr müsst einmal den Namen aussprechen, und zwar dort oben im Steuerbaum, und er sollte möglichst so ausgesprochen werden, wie er hier auf diesem Pergament steht. Ich verstehe. Und wo ist das ein Risiko? Wenn ihr den Namen falsch ausspricht, kann alles Mögliche passieren. Ich verstehe. Habt ihr den Namen ausgesprochen, habt ihr Macht und Kontrolle über die Steuerwesen. Wenn nun mehrere Leute diesen Namen aussprechen würden, was wäre dann? Dann haben sie alle Kontrolle. Also sollte diese Macht nur in Hände gegeben werden, die man absolut vertraut. Also ist das absolute Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt, gegeben? Verstehe ich das richtig? Ich werde diesen Namen nicht aussprechen. Also gibt es doch Konsequenzen. Wie ich sagte, wenn ihr ihn richtig ausspricht, gibt es keine Konsequenzen. Aber Muss also natürlich, mutig. wenn man die Niederhöllen kontrollieren will, dann versuchen sie natürlich aus dem Abgrund zurückzublicken. Natürlich.
Es ist immer und ein ihr wollt Schwert dieses mit dem Feuer. und ihr wollt dieses Schwert erforschen, ja? Wenn ihr, ich könnte mir vorstellen, diesen Namen auszusprechen. Allerdings würde ich das mit einer Prämisse für euch mit einschließen. Ihr versprecht mir, dass ihr dieses Schwert, solltet ihr irgendwelche Magie an ihr an ihm erkennen, das direkte Verbindung in die Niederhöllen hat oder dass es irgendwelche anderen niederhöllischen außergewöhnlichen, noch außergewöhnlicheren Kräfte als normale Schwerter haben, die nicht erschlossen wurden und die ihr dann erschlossen habt, möchte ich, dass ihr dieses Schwert vernichtet, sobald ihr es vollkommen erforscht habt. Ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass es direkte Verbindung mit den Niederhöllen hat. Und ich gehe ebenso davon aus, dass es gar nicht vernichtet werden kann. Es kann nicht vernichtet werden? Das vermute ich. Das ist unmöglich. Die Kraft der Götter kann nicht gebrochen werden. Die Erzdämonen sind schwächer als die Götter. Darum bin ich mir auch sicher, dass so ein Schwert von den Erzdämonen erschaffen worden ist, vernichtet werden kann. Vielleicht nicht mit Magie, aber mit göttlichem Willen. Ihr kommt aus Fasar, ja? Richtig. Ihr solltet euch vielleicht noch einmal mit den Magiern in Fasar unterhalten, die würden das gänzlich anders sehen. Aber ich möchte darüber mit euch nicht streiten. Ich würde euch den Namen offenbaren. Ob ihr ihn weitergebt, ist eine andere Möglichkeit. Entscheidet, wie ihr mögt. Die Sache ist, selbst wenn ich wollte, ich könnte diesen Namen nicht aussprechen, weil ich ihn nicht lesen kann. Wenn ihr ihn aussprechen würdet, dann hättet ihr ein Problem. Keine Sorge, ich kann den Namen transkribieren und euch lesbar aufschreiben. Es sind drei Worte. Drei Worte. Das alles hier sind drei Worte. Sie greifen alle ineinander. Ich verstehe. Nun, tut dies. Derweil auf dem Schiff. Bei Romilly, die gerade die Treppe nach oben geht. Trifft sie vielleicht eventuell Kiaras und Yalan? Bestimmt. Bestimmt. Ja. Ich gehe wahrscheinlich gerade neben Yalan her mit den Worten: Es gibt sehr dringende Dinge, über die wir auf der Stelle reden müssen. Mal sagst du das zu mir oder zu ihr? Zu dir. Worüber denn jetzt schon wieder? Nun, zum ersten ist doch die Frage des Kapitäns. Ich habe bei euch angeheuert und mich bereit erklärt, euch zu helfen, wenn ihr mir helft, meine Aufgabe. Doch jetzt sind wir zum zweiten Mal ohne Kapitän. Das ist überhaupt keine Frage. Seine Gnaden wird schon zur Besinnung kommen. Erkennen, dass das Schiff einen zuverlässigen Kapitän braucht. Ja, doch bis dahin sind wir führerlos. Und eine solche Diskrepanz darf es auf einem Schiff nicht geben. Vor allem nicht mit so vielen Männern, die ihren Sold verlangen. Macht euch da keine Sorgen, das wird sich alles bald aufklären. Außerdem, was wird geschehen, wenn sie erfahren, dass unser jetziger Kapitän ein Paktierer ist? Es wird Chaos geben, es wird wahrscheinlich auch zu kämpfen kommen. Die Männer wissen, wo ihr Brot gebuttert wird. Und das ist bei ihren eigenen Anführern. Sie werden sich benehmen. Hoffentlich. Dann sollten wir so schnell wie möglich mit ihren Anführern reden, um sie entweder zu besänftigen oder auf unsere Seite zu bringen. Ihr habt recht. Es wird zu einem Machtkampf kommen. Ihr habt recht. Ich werde seine Gnaden oben abholen, damit wir die Sache klären können. Und hier wieder Ordnung einkehrt. Gut. Außerdem, nun, was wollen wir mit diesem Ort anstellen? Die Perlenmeerflotte könnte ein Nachschublager an Baraskans Küste gebrauchen. Durchaus sinnvoll, ja. Und doch gibt es dort viel zu bereden noch. Erst müssten wir mit den Einwohnern hier reden, was ihrer Sicht ist. Und außerdem, wenn wir einen solchen Ort hier halten wollen, anstatt ihn zu evakuieren, müssen wir darüber reden, wie wir ihn verteidigen können.
Wir werden Hilfe brauchen, nehme ich an. Aber das sind müßige Diskussionen, die wir führen können, sobald alles in Ordnung ist und wir uns den Ort in Ruhe angesehen haben. Dann sollten wir entscheiden, ob wir ihn halten wollen. Ah. Gut. Romilly, da seid ihr ja. Ah, Romilly, ich sehe, ihr habt euch wieder gekleidet. Ja. Jalan, du kannst Pflanzenkunde würfeln. Aber Ja. stimmt das wirklich, was ihr da sagtet, dass Ephedaios... kann es nicht fassen. So. Ich weiß nichts. Ach komm, möchte einen Chip? Nein, ich möchte keinen Chip. Ich schaffe die Probe eh nicht. Ihr habt da ein paar Grasbüschel an der Kleidung. Und fragt mich bitte nichts. Ich schaue auch sehr neugierig. Nach einer kleinen Vision waren sie plötzlich da und ich wäre euch dankbar, wenn keiner dran rumreißen würde. Sind die an euch festgewachsen? Ja. Ich weiß nicht, was das für ein Grünzeug Was? ist. Ihr hattet eine Vision und danach wachsen euch Grasbüschel. Fragt nicht. Ich bin sicher, Magistra Kohlraab wäre höchst amüsiert darüber und hätte gewiss den ein oder anderen Spott noch auf Lager. Mit maraskanischen Pflanzen spielt man nicht. Lasst euch am besten sofort von den Medike ansehen. Ja, und vielleicht auch den Alchemisten. Und vielleicht auch Kohlraab, auch wenn es euch missfällt. Und vielleicht auch Ahmad. Ist sonst noch was, meine Herren? Bin kein Ja. Stück Das sehr Fleisch, ernst das es nehmen. zu begutachten gilt. Doch solltet ihr das sehr ernst nehmen, vor allem wenn man bedenkt, an was für einem Ort wir hier sind. Und was unsere Gegenspieler sind. Sonst noch etwas, meine Herren? Ja, wir werden eine Offiziersbesprechung durchführen müssen, und zwar alsbald möglich. Ich wäre dankbar, wenn ihr anwesend sein würdet. Wozu braucht ihr mich denn noch? Ihr seid adelig, entsprechend habt ihr das Recht, anwesend zu sein. Würde sehr helfen, den Anschein von Ordnung auf dem Schiff zu wahren, wenn ihr es auch wärt. Wir werden sehen. Außerdem ist eure Meinung durchaus geschätzt. Es wirkt öfters einmal anders, aber lassen wir das. Wann soll die Ja. Besprechung stattfinden? Als bald möglich. Gut, Während ihr gerade in diesem Brückenturm steht, die einen nach oben, die anderen nach unten, kommt Bronn, der Jäger, die Treppe nach oben. Kapitän, achso, wo ist denn der Valaios? der ist derzeit unpässlich. Was gibt es? Ich wollte nur sagen, wir haben Kisten gefunden, auch, also unten. Da ist eine ganze Menge an Metallen drin. Maraskan-Stahl oder sowas. Noch ein paar bisschen Reis und ich wollte noch wissen, was wir mit den Kanonen machen. Sollen wir die mitnehmen? Sollen wir die hier lassen? Was machen wir mit Helmport? Also, Das wird alsbald sollen wir es geklärt niederbrennen? werden. Wir werden eine Offiziersbesprechung abhalten. Ich wollte gerade ein paar Läufer losschicken, um euch einzusammeln. Jawohl. Wir haben noch ein paar andere Gefangene gemacht, also jetzt neben der Kamordgarde und den der Roten Legion, die verletzt waren und nicht weglaufen konnten. Die haben wir jetzt mittlerweile alle eingesperrt. Neben der Taverne, das ist so ein kleiner Raum, da können wir die festhalten. Und ansonsten gab es noch ein paar Zivilisten. Nicht so viele, aber naja, es ist eben auch eine normale Stadt, ne? Da gibt es auch normale Zivilisten. Wollte ich euch nur Gut. mitteilen. Sehr Wie ist gute die Stimmung Arbeit. bei den Zivilisten? Ja, also sie sind halt Schwarzmaraskaner. Die eine ist ein bisschen merkwürdig. Und er wird flucht eine ganze Menge, aber er hat wohl, glaube ich, ein bisschen Angst um seine Taverne. Nun, ein Wirt, der nicht flucht, ist, glaube ich, auch kein richtiger Wirt. Ja, also ich wollte euch nur mitteilen, dass ich habe die Männer erstmal zurückgehalten.
also ob wir es niederbrennen oder nicht, das ist dann letztendlich die Entscheidung vom Kapitän, aber geplündert wird gerade in großen Mengen. Gibt wohl eine ganze Menge Stahl, die sie hier aus den Minen nach draußen transportieren und dann über die Wege und ja, wie gesagt, ein bisschen Nahrungsmittel, so Reis haben wir auch noch gefunden. Vermutlich transportieren sie den von hier dann ans Festland. Ja, oder zu den anderen Häfen. Ich weiß ja nicht, wo das alles hinkommt. Vermutlich Tutsak oder Jäger. Okay, wollte ich euch nur mitteilen, könnt ihr dann jemand dem Kapitän sagen. Ich bin wieder unten bei den anderen Männern. Jawohl. Kiaras, ich werde sehen, ob Ahmad noch bei Magistra Kohlrab ist und ihn dann mitbringen. Sammelt ihr die anderen Offiziere ein? Ja, werde ich machen. Bis dahin werde ich diese leidige Geschichte hoffentlich mit ihm geklärt haben. Das wird eine sehr interessante Offiziersmesse. Euer Wort in Praios Ohr. Robili geht weiter nach oben? Nein, sie geht in ihr Quartier, um sich vollständig anzukleiden und dann erst einmal zur Offiziersbesprechung. Du siehst, wie Elysia im Bett liegt. Bin überrascht und schau, ob es ihr gut geht. Oh, Romili, da seid ihr ja. Ja, mir geht's gut, alles okay. Aber ihr seht nicht gesund aus. Was habt ihr denn da? Jagdgras? Das solltet ihr vielleicht schnell rausziehen. Das, naja, frisst sich in eure Körper hinein. Je länger ihr zögert, desto schmerzhafter wird es. Bitte was? Maraskanisches Jagdgras. Es wird oft wohl mit Würselkraut verwechselt, aber das ist definitiv schädlich. Vor allem, naja, Würselkraut haftet auch nicht von alleine an eurer Haut. Ja, wunderbar. Was stelle ich denn noch als nächstes an? Oh. Ich bin so dankbar, dass Ephadaios jetzt gefangen wurde. Ihr müsst wissen, er hat mich in die Wände gesperrt. Er hat. Ach nicht. Gut, ich werde dann erstmal einen Medikus aufsuchen, diesen Mist hier beseitigen lassen. Nach der Offiziersbesprechung sollten wir uns auch einmal zusammensetzen. Ich fürchte, wir haben auch einiges zu besprechen. Nach all dem, was geschehen ist. Wo ist denn Aldare? Darüber reden wir. Ja. Sie merkt, dass Romilly das Thema gerade nimmt gern weit von sich schieben möchte und nicht gerade glücklich ist darüber. Es ist ein unschönes Thema, leider. Ja, dann ich erhole mich erstmal ein bisschen. Und wenn ihr wollt, dann kommt ihr nachher zu mir. Ich lasse dir meine Freundin hier. Wenn irgendwas ist, schieb mir. Gut. Ja, Magistra Kohlrab rollt gerade die riesige Pergamentrolle, so es denn möglich ist, zusammen. Und würde Ahmad damit entlasten. Ich hätte noch eine weitere Frage, Magistra. Hm. Dieses Gefäß, Gefängnis, der Ephadaios. Wie sicher ist das? Es ist provisorisch. Die Arche kommt nicht an ihn heran und er kommt nicht raus, solange es nicht beschädigt wird. Ein normaler Söldner könnte jederzeit die Runen verwischen. Wir sollten uns also um so etwas wie Wachen bemühen, den ihr trauen könnt, denn wenn er wieder frei ist, ist er erneut der Herr dieser Arche. Ich versuche ein bisschen mit dem Stahl, den ich jetzt angefragt habe, ihn bewegungsunfähig zu machen. Ein großer Block, ich brauche keine Schwerter, sondern Blöcke aus Metall. Vielleicht finden wir etwas. Und wenn ich seine Hände dort hineinschmelze, haben wir etwas wie, naja, Handschellen, wenn man so mag. Das heißt, wenn wir irgendwann demnächst wieder in ein zwölfgöttertreues Land wie die Tulamidenlande, Kunchom, ansetzen als Ziel, dann könnte man ihn, wenn er diese Fesseln hat, auch aufs Festland bringen, ohne der Gefahr aufzulaufen, dass er das Schiff wieder kontrolliert? Mit diesen Fesseln ja. Ebenso wäre ich für einen Eisenkragen, der sollte hier noch irgendwo rumliegen.
Ich weiß zumindest, dass die Hexe vor kurzem einen bekam, vielleicht in den ehemaligen Besitzstücken des Inquisitors, der Inquisitoren. Wenn Sie dieses Saal haben, wie lange würde es dauern zur Fertigstellung von diesen Fesseln? Das geht praktisch sofort. Ein einfaches, harte Schmelze. Das weicht das Metall auf, wir stecken seine Hände dort hinein und dann wird der Zauber wieder fallen gelassen und das Metall wird wieder hart. Das klingt wirklich ziemlich einfach. Gut, dann würde ich mal nachschauen, ob wir hier irgendwo Erze oder sowas oder Metall haben. Ich schaue mal vielleicht auch in Helmport nach. Vielleicht haben Es sie dort einen Amboss oder eine Schmiede oder sowas. klopft an der Tür. Ja, herein. Ich trete ein. Hallo, Einladen, ihr konntet ihr Herr euch nicht Gessler. gedulden? Es ist leider relativ dringend. Braucht ihr mich oder den Geweihten? Vorrangig, seine Gnaden. Gibt es hier einen? Ich nehme an, eure Besprechung ist zu Ende. Wir haben gerade darüber geredet, wie wir mit Aphadaios fertig werden, wie wir ihn aus Conchom in Conchom vom Schiff bringen können, ohne dass er größere Probleme verursacht. Aber ja, unsere Besprechung ist soweit fertig. Ich hätte keine weiteren Fragen mehr an Magistra Kohlrab. Wir wollen eine Offiziersbesprechung einsetzen lassen. Wir müssen unsere weiteren Schritte klären. Alles klar, jetzt sofort. Keras ist gerade daran, die Offiziere einzusammeln. Na sehr gut. Begebe ich mich auch mal zum Offizierscasino. Euer Gnaden. Ja. Das Schiff war zum zweiten Mal in genauso vielen Tagen kein Kapitän mehr. Das muss aufhören. Das ist richtig. Allerdings sollten wir das, glaube ich, gleich im Offizierscasino besprechen. Nun gut. Wen wollt ihr alles dabei haben? Okta? Und da Uchtan jetzt neuerdings die Leibwache anführt, ja. Wen noch? Aman. Potro? Natürlich den Oberst und seine drei Unteroffiziere. Brauchen wir Potro? Myria? Ja, auf jeden Fall. Wer ist Potro? Wer ist Potro? Du wirst Potro einen, ich kennen. würde Was? tatsächlich. Nein, keinen Vertreter der Gefangenen, die können unten bleiben. Also die Bekehrten. Bam, 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 wen brauchen wir noch? Ritter Jagold wird eingeladen, aber nicht angefordert. Soll erstmal reichen. Und ich glaube, das waren alle, ja. Okay. Und natürlich Kohlrab. Magister Kohlrab? Gut. Magister Kohlrab. Jasper kommt auch immer, oder? Ohne dass man ihn einlädt. Nee, das war der Geweihte, der kam immer. Ach stimmt, Abenteuer, richtig. Abenteuer. Wollt ihr alle Jasper wird Xay extra. einladen? Er ist ein Leutnant, ne? Also eigentlich müsste man. Er ist aber ein Leutnant im. Ich mag ihn nicht, also nein, ich lade ihn nicht ein. Wenn Ahmad drauf pocht, kommt er trotzdem. Ahmad lädt ihn dann ein. Man muss ja die Rachsucht auch ein bisschen ausspielen, Also, ne? wenn Also. ich sehe, dass hier ein Leutnant auf dem Schiff ist, der nicht eingeladen wird, dann wird man das als Fehler sehen und der wird dann eingeladen. Meine, ganz ehrlich, der kann vielleicht auch irgendwas dazu beitragen, ob wir ihn jetzt mögen oder nicht. Ja, okay, die Offiziere sammeln sich. Möchten die anderen noch irgendwie vorher was tun? Ich weiß nicht, Romilly? Ja, Romilly wird einen Medikus aufsuchen und hoffen, dass sie die Behandlung überlebt. Ja, er kann dir einen der Heiltränke anbieten. Ja, das wäre sehr wünschenswert, Gut, dann wenn er bekommst danach du. das Zeug dann entsorgen kann. Dann bekommst du 3W6 plus 6. Ist das 3W6 plus 6? Ja, ne? Für ein D. Durch den Heiltrank? Ich glaube 3W6 plus schon, ja. 6, ja. Kannst du mal würfeln und dann bekommst du 3W6 für den Schaden zum Rausziehen. Denn er kann da auch wenig machen. Da kann man auch chirurgisch herumoperieren, aber das tut genauso weh. So, das wären dann 18, die ich bekomme. Jetzt würfelst du If. 3W6. Gut, und 10 ziehen wir wieder ab. So kriege ich 8, also Ja, sieht tut gut weh aus. und ist eklig, aber du stirbst zumindest nicht weg. Das ist sehr erfreulich, dass ich das überlebe.
Ja, dann kleide ich mich an und begebe mich auch zur Offiziersbesprechung. Ist gezeichnet. Ich bin mir gerade nicht sicher. Haben wir Ogdan noch irgendwo ein anderes Mal? Nehmen uns derweil mal einen Haltrank ab. Puh, das sind ganz schön viele. Ja, das ist jetzt das, was ihr eingeladen habt. Wir brauchen mehr Stühle. Die Unteroffiziere werden wohl am Becken da stehen und die Hände verschränken und drauf sein. Oh, Braun kann sitzen, Ogdan kann sitzen, Oberst kann sitzen und dann hat sich das doch. Erstmal setz dich einfach, ohne gefragt zu werden. Und hier ist noch ein Stuhl, der steht da und ist leer. Ihr vermisst so ein bisschen den geweihten Hasswolf. Jagold müssen wir auch. Sitzen. Ach, Alexei, okay, den habt ihr auch eingeladen, stimmt. Und wo ist Jagold? Ob der kommt, weiß ich nicht. Kommt nicht. Nee, der hat keine Lust. Mann. Ja, okay, dann öffnet doch bitte und erzählt euch, was ihr so zu erzählen habt. Meine Herren, erst einmal gute Arbeit da unten. Das lief nicht unbedingt glatt, aber sehr erfolgreich. Ich nehme an, seine Gnaden Achmat hat einige Worte erstmal an euch zu richten. Nun, ich weiß nicht, ob es bereits die Runde gemacht hat, aber der Kapitän, den ich eingesetzt habe, nachdem ich Jalan Greifenmund von Schnattermoor seines Amtes enthoben habe, hat sich herausgestellt, dass er ein Paktierer der Herren der Tiefschwarzen See war. Man erwartet mal ab, ob da irgendjemand schockiert ist. Erschütternd. Ist das eine Ansage oder sarkastischer Satz von Jasper? Jasper sagt einfach nur erschütternd. Die anderen kneifen ihre Münder so ein bisschen zusammen und Ogdan rotzt einmal auf den Tisch. Nun, und da dieses Schiff ein weiteres Mal ohne einen Kapitän dasteht, war meine erste Lösung, den alten Kapitän wieder einzusetzen. Ich weiß nicht, ob dies die beste Wahl war. Ich wünsche, dass alle Offiziere hier ein Wort einlegen sollten. Ich denke, dass jeder hier ein Wort mitzureden hat, da unser aller Seelenheil gefährdet ist, wenn die falsche Person den Posten des Kapitäns besetzt. Um Ephadaios selbst wird sich zurzeit gekümmert. Magistra Kohlrab hat ein Gefängnis für ihn errichtet, welches wir ab dem jetzigen Zeitpunkt stark bewachen lassen müssen, damit niemand, der ein Sympathisant der Herren der Tiefschwarzen See, ihn unterstützt in seinem Entkommen. Denn wenn er wieder frei ist, dann werden wir alle wahrscheinlich auf diesem Dämon sterben. Meine Herren, meine Damen, ich möchte mich anbieten, dieses schwierige Amt des Kapitäns anzunehmen. Wieso denn gewillt? Ey, wer bist du denn? Ich kenne dich gar nicht. Jasper schaut ein bisschen pikiert. Ich bin dagegen, ich kenne den nicht.